Jo Leute, jetzt mit den Top 20 Spielern der Bundesliga. Ja, das sind die besten 20 Spieler aus Ultimate Team FIFA 15. Und ja, da haben wir Platz 20 direkt mal David Alaba. Der hat ein Upgrade von 81 auf 82 bekommen. Hatte aber letzten Winter schon ein Upgrade auf 82 bekommen. Also eigentlich keine Änderung. Ich glaube, ein kleines Schuss-Downgrade und Defensiv-Upgrade. Und sonst ist alles gleich geblieben. Auf Platz 19 haben wir Sokratis und der hat ein Upgrade von 81 auf 82 bekommen. Meiner Meinung nach hätte er auch 83 verdient, aber ist okay, die Karte sieht richtig attraktiv aus. 78 Pace, 82 Physis, 84 Defensive. Ist schon richtig stark. Auf Platz 18 haben wir immer noch Ilkay Gündogan. Eine ganze Saison nicht gespielt und trotzdem nur einen Punkt Downgrade bekommen. Oder, nein, 2 Punkte Downgrade bekommen. Ist vollkommen okay so. Der ist immer noch ein klasse Spieler, ne? Also sieht euch diese Werte an für einen normalen 8er. 67 Def, 70 Schuss, 80 Pace. Das ist richtig gut. Und immer noch 4 Sterne. Platz 17 haben wir Roman Weidenfeller mit 83 und der hat eigentlich keine veränderten Werte, ist glaube ich ein bisschen schwächer geworden in Reflex oder so. Aber immer noch eine gute Alternative für Neuer. Oder ja, sonst gibt es ja keinen mehr, nicht? Auf Platz 16 haben wir Jefferson Verfahren und der hat immer noch 83, hat leider nur noch 3 Sterne Skills und keine 4 Sterne Skills. Er hat einen Pace Downgrade hineinzukommen. Schuss glaube ich auch ein bisschen Downgrade. Aber sonst ist okay. Ist jetzt leider nicht mehr meine Alternative. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Vielleicht muss ich auch einen Hybrid bauen. Ja, 83 ist okay. Verfahren ist Bombenflügelspieler. Platz 15 haben wir klar, ich ein Hund da und der hat glaube ich keine Änderung bekommen. Er hat ein kleines Schuss-Downgrade, so wie ich sehe, bekommen, aber sonst nichts. 3 Sterne Skills. Ist immer noch eine gute Karte. Er ist halt ein starker Spieler, ne? Er ist der typische Mann, der den perfekten Abschluss hat. So einer wie Gommel ist vielleicht ein bisschen beweglicher, aber sonst, ja, richtig gut. Platz 15. Platz 14 haben wir Mehdi Benatia und ja, der hat 84 bekommen, wie in FIFA 14 bei Bayern. Klasse Karte, 75 Pace, Downgrade bekommen dort, aber 88 Defensive. Alter Walter, das ist ja geil. 84 Physis, das ist richtig gut. Platz 13 haben wir Xabi Alonso mit leider nur 84, obwohl er ja Champions League geworden ist, aber Champions League, aber okay, warum nicht? 3 Sterne, 2 Sterne Skills, 4 Sterne Sprache auch gut. Arbeitsrate ist mittelhoch, ist eigentlich eine gute Karte, Alternative für den 6er. Platz 12 haben wir Javi Martinez als Innenverteidiger und jetzt, wo Bayern im Halbfinale rausgeflogen ist, bekommt er natürlich ein Upgrade. Und nicht als er Champions League geworden ist, da hat er nämlich überhaupt kein Upgrade bekommen. Er hat 84 Def und 85 Physis, ist eigentlich richtig solide die Karte. Aber wird nicht mein Team leider nicht schmücken. Und auf Platz 11 haben wir einen Jerome Boateng mit 83 Defensive, viel zu wenig. 82 Physis, kann man sehen wie man will. Und 77 Pace, die Karte ist attraktiv, aber mal gucken, weil die Werte überzeugen mich gerade nicht so richtig, weil Mehdi Benatia zum Beispiel hat bessere. Und ja, 3 Sterne Skills sind aber auch noch drinne. Ja, mal schauen. Und Platz 10 haben wir Mario Götze und die Karte ist eigentlich komplett unverändert. Er hat 2 Minus und Pace bekommen. Immer noch 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Seine Arbeitsrate ist mittel, weil er wirklich wenig läuft. Ist einfach so. 74 Schuss, ja, ist halt so. Und ja, kann man nicht viel sagen. Platz 9, Mats Hummels. Und der hat trotz 4 Special Cards, also 2 International Management und 2 Informs, hat er nur 86 bekommen. Nur ein Downgrade um 1, nur ein Upgrade um 1. Das ist so unverständlich für mich. Ich hätte ihm die 88, 87 gegeben, weil er einfach ein Bombeninnenverteidiger ist. Ramos, Thiago Silva bekommen auch alle diese geilen Karten. Aber okay, die Karte ist okay, 86, naja. Platz 8, Thomas Müller. Das finde ich auch wieder unverschämt, dass der nur 86 bekommt und dass der immer noch rechts Mittelfeld ist. Meiner Meinung nach müsste er als Mittelstürmer 87 Punkte haben. Seine Arbeitsrate ist hoch. Ja gut, er hat glaube ich ein kleines Upgrade in Pass, ein kleines Upgrade in Pace und Schuss glaube ich. Die Karte ist schon attraktiv, aber leider nicht für den Flügel. Leider nicht. Platz 7 haben wir Marco Reus und der hat nochmal ein kleines Upgrade in Pace bekommen, soweit ich sehen kann. Ich glaube ein kleines Downgrade in Schuss bekommen. Und Dribbling ist glaube ich immer noch gleich geblieben. Auch unverschämt, dass der nur 86 bekommt. Hätte auch mal noch 87 mindestens verdient gehabt. 3 Informkarten gehabt. Ja, okay. Was soll man machen? Da kann man nichts dran ändern. Platz 6, Robert Lewandowski. Der Mensch nimmt das 1 Upgrade auf 87. Eigentlich komplett zufrieden. Er ist einfach nicht der überragende Stürmer. Also er ist ein überragender Stürmer. Aber er ist halt nicht so eine Art Stürmer wie ein Falcao oder wie ein Benzema. Na doch, Benzema eher. Aber kein Falcao und sowas, ne? Das ist halt so. 87 sind gefragt, haben okay, 81 Pace, 84 Schuss, endlich ein fettes Upgrade-Schuss bekommen, ich glaube plus 7 bekommen. Physis 78 ist auch richtig stark und 4 Sterne Skills, das wird eine Karte im FIFA 15.
Platz 5 haben wir Philipp Lahm mit 18,6. Ja, und er hat seine Arbeitsrate hoch wieder bekommen, weil er vorher nur Mittel hatte in Defensive. 87 Def ist schon mal richtig fett, weil er hatte auch nur 82 gehabt früher. 87 finde ich trotzdem schade. Er ist einfach der beste Außenverteidiger der Welt seit knapp 8 Jahren oder so. Und das finde ich wirklich schade, dass er nur immer noch 87 hat. Man kann ihm auch ruhig mal die 88, 89 hinklatschen, aber okay, ist okay so. Platz 4, Franck Ribéry, und der hat einen Downgrade bekommen, und 2 war ja selbstverständlich. Er hat trotzdem eine Weltklasse-Hinrunde gespielt. Er hat immer noch, glaube ich, 8 Tore geschossen in der Saison und 14 Vorlagen in, wie viel, 26 Spielen. Das ist immer noch beeindruckend. Aber okay, 89 Pace, 29 Defensive ist auch die größte Verarsche. Er ist, glaube ich, der Flügelspieler, der rein offensive Flügelspieler, mit der meisten Defensivarbeit der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Und 29 ist unverschämt. Platz 3, Bastian Schweinsteiger, und der hat nochmal einen Pace-Downgrade bekommen. Aber dafür 78 Def, 85 plus 81 Schuss. Die Karte ist auch schön, Arbeitsrate hoch, ist okay so, aber 89 hätten es auch gemacht, FIFA. Platz 2 haben wir die ultimative Karte von Manuel Neuer mit 90. Die Werte haben sich aber leider nicht verändert in Bezug zu FIFA 14. 89 hätten es auch gemacht, aber okay, die Karte ist natürlich richtig geil. Ich glaube, die wird erstmal keiner haben, so teuer wie die ist, ja. Platz 1 haben wir dann Arjen Robben, ist der beste Spieler der Bundesliga. 93 Pace, 86 Schuss, 92 Dribbling, 4 Sterne Skills, 2 Sterne schwacher Fuß. Okay, Arbeitsrate ist hoch, wenig. Ist eigentlich komplett okay, die Karte wird richtig geil werden. Die wird aber, glaube ich, auch für sehr lange Zeit keiner haben. Aber trotzdem kein Problem, die Karte ist geil, da könnt ihr nicht zustimmen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Er ist die Bucket. Das nächste Video wird dann sein über die, Moment, über die italienische Liga. Falls ich überhaupt noch eins mache. Und ja, das war's dann. Bis ciao. Dann ciao, Leute. Euer HD Bucket. Bis dann.